Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit einer etwas ungewöhnlichen Aufgabe, die an mich herangetragen worden ist. Ungewöhnlich ist an dieser Aufgabe, dass aus einer gegebenen Leistung und den Verhältnissen der Widerstände untereinander auf die Ströme und letztlich auf den Widerstandswert selbst zurückgeschlossen werden soll. Zunächst aber einmal zur Erläuterung dieser Schaltung. Wir sehen hier den Widerstand R1, der an 230 Volt angeschlossen ist. Außerdem sind zwei weitere Widerstände, die jeweils genauso groß sind wie R1, deren Werte ich allerdings nicht kenne, in Reihe an 230 Volt parallel angeschlossen. Berechnet werden sollen bei dieser Aufgabe die Teilströme, das ist also der Gesamtstrom, der Strom I1 durch den Widerstand R1 sowie der Strom I2, der ja gemeinsam durch R2 und R3 fließt. Wir sehen hier die Größen, U gleich 230 Volt ist gegeben, die Gesamtleistung beträgt 2760 Watt. Wir wissen, dass alle Widerstände gleich groß sind, gesucht sind die Ströme und der Widerstandswert. Der einfachste Wert, der hier zu berechnen ist, ist der Gesamtstrom. Der Gesamtstrom kann einfach ermittelt werden, indem die Gesamtleistung dieser Schaltung durch die Spannung geteilt wird, die ja an der gesamten Schaltung liegt. Damit komme ich auf 12 Ampere. Der Gesamtstrom ist nun ausgerechnet. Als nächstes muss ich nun die Information verwerten, dass alle Widerstandswerte gleich groß sind. Da diese beiden Widerstände in Reihe geschaltet sind, bedeutet das ja nun, dass der Widerstand auf diesem Pfad doppelt so groß ist wie der Widerstand auf diesem Pfad. Das wiederum bedeutet aber auch, dass der Strom I1 doppelt so groß ist wie der Strom I2. I1 ist also gleich zweimal I2. Über die Ströme weiß ich aber nun zusätzlich noch, dass der Gesamtstrom IG sich zusammensetzt aus den beiden Teilströmen I1 und I2, dass also IG gleich I1 plus I2 ist. Diese beiden Informationen über die Ströme reichen nun aus, um konkret die Stromwerte zu berechnen. Ich setze nun die Information, dass I1 gleich 2 mal I2 ist, an dieser Stelle in diese Gleichung ein, also hier hinein. Das bedeutet dann ja, dass I gesamt gleich 2 mal I2 plus I2 ist, also gleich 3 mal I2. Na, wenn I gesamt gleich 3 mal I2 ist, so bedeutet das ja nichts anderes, als dass I2 ein Drittel von I gesamt ist. Die Gleichung ist also entsprechend umzustellen. I gesamt kenne ich schon. Ich muss nun also die 12 Ampere durch 3 teilen und komme somit auf einen Wert von 4 Ampere. Da ich ja nun bereits weiß, dass I2 gleich 2 mal I2 ist, ist der folgende Schritt sehr einfach. Um I1 zu berechnen, muss ich nun einfach 2 mal 4 Ampere rechnen und komme somit für I1 auf 8 Ampere. Damit habe ich nun alle drei Stromwerte I gesamt, I1 und I2 berechnet. Es bleibt der Widerstandswert zu berechnen. Dieser Schritt ist nun auch sehr einfach. Da die Widerstände alle gleich groß sind, ist es ja nun egal, welchen Widerstand ich ausrechne. R1 liegt an der Spannung von 230 Volt. Ich kenne auch die Stromstärke I1, das sind die 8 Ampere. Also muss ich nun zur Berechnung von R1 und damit auch von R2 und R3 einfach die 230 Volt durch die 8 Ampere teilen und komme somit auf einen Wert von 28,75 Ohm. Ich finde dies eine sehr günstige Übungsaufgabe auf mittlerem Niveau, denn man muss durchaus recht gut überlegen, wie man die gegebenen Informationen so verwertet, dass man auf die gesuchten Ergebnisse kommt. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.